Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines 80-Abonnenten-Specials, das ich immer noch nicht fertig hatte und dementsprechend auch eine Folge davon noch aufnehmen muss. Ich hatte, glaube ich, fünf, es fehlen also noch drei. Ich befinde mich auf dem Hive-Server und muss ganz kurz gucken, okay, nach der Zeit. Ich befinde mich auf dem Hive-Server, hier hat sich in der Zwischenzeit auch so ein bisschen was getan. Das einzige Problem. Cranked and irgendwas. Das einzige Problem, das ich hier habe, ist, dass ich hier kein Premium-User bin. Dementsprechend kann es wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, in das ein oder andere Spiel reinzukommen. Aber das Spiel, für das ich mich, ouch, mein Gott, entschieden habe, oh, jetzt habe ich Kopfweh, ist erstmal, wo ist es? Death Run? Run, you must escape the map before the dust can kill you. Das ist allerdings so eine Blind-Sache dann. Das habe ich noch nie gespielt. Das werde ich diese Runde ausprobieren. Ich will versuchen, es zumindest auszuprobieren. Es wäre halt scheiße, wenn es nicht funktionieren würde und ich überhaupt nicht checke, worum es geht. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Sehr gerne. Und dann würde ich gerne noch SG steht, glaube ich, für Survival Games. Heroes ausprobieren. 3 minutes of no PvP looting, followed by tense 1v1 eliminations before a 12-man-epic-deathmatch. Zu Deutsch also, man hat 3 Minuten Zeit zu looten, dann kommt ein 1 versus 1 Spielemarathon, sag ich mal so, bis nur noch 12 Spieler da sind, tritt man jeweils immer 1 gegen 1 an. Und danach kommt ein großes Deathmatch mit 12 Spielern. Jetzt wollte ich aber dieses Death Run ausprobieren. Wie ihr seht, die meisten Maps sind voll. Ich guck mal hier. Das sieht doch ganz gut aus. Und falls es zu lange dauert mit dem Reinjoinen, werde ich das auf jeden Fall rausschneiden und werde dann versuchen. Was ist das denn? Rules, respect others, don't hack, don't use abuse glitches, don't troll traps. Be nice in chat, no swearing. Okay, klar, kein Problem. Achievements. Jede Menge Achievements in Progress. Okay, interessant. Es gibt offensichtlich auch Achievements in diesem Game. Es geht in. Okay, es geht in 27 Minuten los. Sekunden, nicht Minuten. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was das jetzt hier für ein Spiel ist. Wie gesagt, es ist mehr oder weniger blind. Ich habe keine Ahnung, worum es jetzt in diesem Spielmodus geht. Offensichtlich muss man einfach nur wegrennen. Wer Dragon Escape kennt, könnte das eventuell. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie Dragon Escape ist. Legacy. Das Voting has ended. Könnt ihr da unten in der. Okay, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich glaube, da lang, ne? Ich folge einfach mal der. Welcome to Death Run. Make it to the other. Try and stop you. Most traps are controlled by the devs. Points are earned. Checkpoints. You get more points each checkpoint. Some blocks give you special abilities, speed, jump boost, etc. etc. You only have a few lives to start. You gain more every stage. Good luck. Game is starting soon. Okay, im Hintergrund hätte ich jetzt wahrscheinlich die Map gesehen, aber ich hüpfe auch mal ein bisschen mit. Einfach so, just for the lulz, weil ich es kann. Ich gehe mal davon aus, dass man im Hintergrund die Map gesehen hat. Ich war aber zu sehr mit Lesen beschäftigt, weil ich einfach, wie gesagt, diesen Game-Mode hier das erste Mal spiele. Ach, man kann schon laufen. Oh. 4. 3. 2. 1. Go, go, go. What? Ach so. Da sind die ersten schon gestorben. Mein Gott. Okay, Checkpoint. Checkpoint. Geil. Okay, ich glaube, da darf man nicht drauf. Darf man hier, muss man hier drauf? Was zum. Nein! Ah! Scheiße. Was muss ich denn da tun? Ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss. Oh nein! Wie viele Leben hat man denn? Lives. 2 habe ich noch. Scheiße. 47, 46. Okay. Nein. Oh, fuck. Oh, das ist ja voll gefährlich hier. Ah! Muss ich hier springen? Ah, ich muss hier springen. Okay. Nein. Ah, geschafft. Und hier? Portal. Nein, nein, nein. Ist ja voll schwierig. Nein. Oh Mann, oh. Ich bin, glaube ich, eine der Letzten. Das ist voll ätzend.
Hätte ja klappen können. Player finished the game. Okay, geschafft. Save point. Mann, wie schnell sind die eigentlich? Das ist voll unfair. Ich glaube, hier darf ich auf bestimmte Dinge nicht draufkommen. Glaube ich zumindest, ich habe keine Ahnung. Nein! Okay, ich darf nicht ins Wasser fallen. Soweit bin ich schon mal. Das war knapp. Nein! Okay, ich glaube, ich habe noch viel Leben. Kriege ich bei den Checkpoints neue Leben? Das wäre ja cool. Dann wird das ja eigentlich voll einfach. Nein! Ich habe es geschafft. Doch nicht. Ah, verdammte Mist. Okay, hinter mir geht, glaube ich, die Map kaputt. Oh, schade, das Spiel ist vorbei. Das war unheimlich interessant eigentlich. Second place Farming Boy. Third place No Winner. Zusammen nur zwei Leute ins Ziel geschafft. Sehr, sehr cooles Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe, glaube ich, erst 6 Minuten. Das heißt, ich werde auf jeden Fall noch eine Runde spielen. Werde aber die Wartezeit, glaube ich, rauscutten. Dann müsst ihr hier nicht so lange warten. So, auf geht's mit dem nächsten Spiel. Die Wartezeit beträgt ja immer 1 Minute. Okay, traps will try to stop you. Most maps are controlled by the death points or the checkpoints. Okay, da war ich ja schon. You get more points each checkpoint. Ja, mein Facebook mal wieder. Ach, das ist so wonderful. Mein Facebook lässt mich niemals im Stich. Okay, hier kann ich, glaube ich, temporary glass ahead. What? Good luck. Okay. Ich habe mir dieses Mal wieder nicht gemappt. Gemappt. Ich habe mir nicht gemappt. Welche Merk hier ist mir egal. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? Oh, ist das schwierig. Ist das schwierig, Leute. Ich war am Anfang so gut bei der letzten Map, Mann. Und jetzt? Ist doch alles kacke. So, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Ah! Oh, shit. Okay, wäre ja auch zu schön gewesen. Stage 2. Ah! Huh. Ah! Huh. Okay, nice. Nein! Oh nein! So. Ja, geschafft. Okay, es ist dieselbe Map wie vorher, das finde ich gut. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, welche Map jetzt gewonnen hat und welche nicht. Dementsprechend bin ich froh, dass es diese ist. Weil ich kenne sie. Wenn ich jetzt wieder eine neue Map bekommen hätte, wäre das echt scheiße gewesen. Oh Gott, scheiße, zu weit gesprungen. Nein, wie blöd. Wieder den selben Fehler wie beim letzten Mal machen. Puh, okay. Hier ist, glaube ich, irgendwas ganz Böses im Gange. Puh. Temporary glass ahead, okay. Ja, doch, ich weiß. Huh? Da, hier geht's weiter. Hier. So. Oh, da kommt. Oh Gott. Das ist ja voll fies, Mann. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Ma! Hellala, Maze Runners. Puh, oh Gott, war das. Hilfe. Puh, geschafft. Ich meine, oh mein Gott. Oh, das ist voll der Nervenkitzel, Leute. Das müsst ihr versuchen. Das ist voll gut. You finished! Wow! Just finished. Fünfter! Ich bin Fünfter! Mann, wie gut! Ich hab's geschafft! Ja, Mann! Voll geil! Ich hab's geschafft! Okay, das ist eine geile Runde, Leute. Das ist eine sehr geile Runde. Also Jump'n'Runs sind irgendwie doch... Ja, ich weiß, mein Facebook rastet gerade wieder aus. Jump'n'Runs sind irgendwie ja doch so ein bisschen meins. Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Wirklich.
Okay, wir warten jetzt noch die paar Sekunden ab, bis das Game hier neu startet. Ich glaube, ich meine, ich wäre nicht Erster gewesen. Wer war denn Erster? Yeah. Okay, Erster war. Geh mal da weg. Ja, ich weiß, geh da weg, Mann. Ich will deinen verdammten Namen sehen. Ah, cool. Benny Boy und wen haben wir hier? Joho-Hol. Was auch immer. Okay, war eine sehr, sehr geile Runde. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich das geschafft habe. Der Knopf war's. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Probiert das Spiel mal aus. Es ist auf jeden Fall mega spaßig. Ich finde das richtig, richtig cool. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hey! Der hat mich mit seinem Miauz angedingst, bumst. Mann. Ja, wie gesagt, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Probiert es gerne mal aus auf dem Hive-Server. Die ID dafür habt ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall sowieso mal unten in die Videobeschreibung, denn da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, freue ich mich schon aufs nächste Special und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, ciao!